Bam. Und der nächste. Ich bin jetzt hier ein bisschen leiser, weil ich hier mehr auf Umgebungsgeräusche achte. Mikro-EMP bereit machen. Das Sicherheitssystem wird nur wenige Minuten ausfallen. Also keine Zeit vertrödeln. Mal sehen, ob der Abdruck seinen Preis wert war. Ladeabdrücke in den Anzug. Bin drin. Okay. Ich kann Ihre Kameras steuern. Gut gemacht. Raus da. Die Drohnen sind wieder online. Zurück aufs Dach. Beeilung, Mitchell. Cormac, wir haben uns eingeklinkt. Sehr gut. Rogers ist unterwegs. Mitchell, wir treffen uns vor Ains Arbeitszimmer. Ilona, du übernimmst. Verstanden. Mitchell, geh nach vorne. Bleib im Schatten. Okay, Mitchell. Es wird nicht leicht, nach drüben zu kommen. Du hast viele Möglichkeiten. Ich gebe Deckung. Die Frage ist, was ist mit den Drohnen? Wir können die ja jetzt steuern. Ich hasse solche Missionen, wo man extrem vorsichtig sein muss. Boah, das wird ein langer Part jetzt. Ach, Kacke, aufstehen. Nicht, nur. Vorsicht, nicht die Drohnen alarmieren.
Spiel wird gestartet. Ziele kommen, um nachzusehen. Weg da! Match 1. 0-0. Aufschlag. Soweit so gut, Mitchell. Das Arbeitszimmer ist in der Nähe. 15. Aufschlag. Sie sind allein. Vorsicht, Mitchell. Bei der Einfahrt ist einiges los. Soweit so gut, Mitchell. Das Arbeitszimmer ist in der Nähe. Boah, wow. Vorsicht, Mitchell. An der Einfahrt ist einiges los. Cormac trifft dich auf dem Balkon. Entschuldigen Sie, Sir. Gäste dürfen nicht in diesen Bereich. Das wusste ich nicht. Ich habe nur das Gästehaus gesucht. Hier entlang. Das geht in Ordnung. Ich kenne ihn schon. Wir sind seit Jahren befreundet. Tut mir leid, Sir. Hier ist der Zutritt verboten. Sie müssen jetzt gehen. Dann haben Sie wohl nichts dagegen, wenn ich das Ihrem Arbeitgeber sage. So, jetzt müssen wir uns einen Plan überlegen, wie wir da rüberkommen. Feinde unten. Ziel unter dir. Boah. So eigentlich. Vorne sieht sie richtig cool aus, aber das Heck ist nur noch ein schnöder Kasten. Wer weiß das schon? Wahrscheinlich kam das bei irgend so einer Marktforschung rum. Das ist eben das Problem. Feind unterhalb. Früher haben noch Menschen das Design gemacht. Jetzt dreht sich alles um Marketing und so ein Kram. Keine Kreativität mehr. Sie zielen eben nur auf die kleinsten gemeinsamen Nenner. Ein tolles Auto gab es nicht mehr seit der Anubis 200. Dich nicht blicken. Gut gerettet. Ja, ich weiß, ich kann mich gut retten. Thank you.
dich zu. Das war wirklich gut, Mitchell. Knox, wir sind drin. Hast du eins gefunden? Negativ. Da ist ein Schreibtisch. Also los. Ist ein Schreibtisch. Also los. Ja, ich bin auch schon da. Hab was gefunden. Knox, wir haben die Tagesordnung des Treffens. Es findet gleich im Hangar statt. Der Hangar ist verschlossen. Ich kann nichts sehen. Da reinzukommen wird nicht leicht. Verdammt. Knox, wir haben ein Problem. Wir sind aus dem System rausgeflogen. Ich sehe es. Sie sind in Alarmbereitschaft. Patrouillen kommen schon. Du musst da sofort weg. Da kommt ein Konvoi. Nordwestlicher Eingang in etwa 30 Sekunden. Mitchell, los. Wir dürfen den Konvoi nicht verpassen. Schick die. Das ist unsere Mitfahrgelegenheit zum Hangar. Okay, dann geht's wieder spannungsgeladen. Der Konvoi ist gleich. Da ist der Konvoi. Knox, wir müssen in Position. Kling dich in den Funk ein und halt den Konvoi auf. Roger. Mitchell, mir nach. Warte auf mein Zeichen. Hallo, hier im Namen und Sie aller Mitfahrer bitte. Jetzt. Ja, hallo, hier ist Ted Bock am Steuer. Ich habe Dr. Bellamy dabei. Er will zu Mr. Irons. Einen Moment. Position, Knox. Okay, fahren Sie. Mr. Irons erwartet Sie. Einen angenehmen Abend. Bellamy? Knox, überprüf das. Schon dabei. Bellamy ist ein Alias von Dr. Pierre Danois. KVA-Doktor? Inona. Versauert er nicht in einer Atlaszelle? Das dachte ich. Knox, gib das ans Kommando. Ich will wissen, was Danois hier zu suchen hat. Verstanden. Dr. Bellamy, es gab eine Sicherheitsverletzung. Was ist los? Ist, Mr. Irons ist hier. Wir sind sicher. Bereit. Jetzt. Wir haben unsere Befehle. So mir. Dieses Containers entdecken, haben wir ein großes Problem. Doch wir beeilen uns ja schon. Manticore ist thermisch instabil und äußerst flüchtig. Ihre Sorge um unsere Sicherheit ist rührend. Wenn Ihre Ziele durch zu frühes Freisetzen scheitern, habe ich mein Versprechen nicht erfüllt. Keine Sorge, Danua. Ihr Geld liegt schon auf der Bank. Alles Weitere übernehmen. Wir fahren aus Manticore ein. Wir müssen rausfinden, wohin sie es bringt. Mitchell zu mir. Okay, komm. Knox, wir holen uns jetzt die Fracht. Cormac, die Fracht ist schon an Bord. Das schafft ihr nie. Das Evakuierungsteam soll am Sammelpunkt Delta warten. Das muss schnell gehen. Macht sie fertig. Lauf, Mitchell. Wir schaffen das! Den Greifhaken bereit machen! Los, los, los! Peilsender! Bereit, Mitchell! Spreng! Und bam! Ins Wasser mit einem... Als Kerze, oder wie sagt man so schön? So, ich habe in diesem... Wir haben Sie, Kingpin. Okay, bringt Sie nach Hause. Gut gemacht, Team. Finden wir raus, wohin das Flugzeug will.
So, fliegende Kiste freigeschaltet. Tut mir leid, wenn ich jetzt noch nicht so viel gesprochen habe. Erweiterungspunkte? Haben wir keine bekommen? Ah, ich denke mal, wir bekommen entweder, weil wir hier noch nichts gemacht haben, oder weil wir jetzt kein Atlas mehr sind. Deswegen kriegen wir bestimmt keine Verbesserungspunkte mehr erstmal. Aber okay, damit hat sich das auch schon abgeschlossen. So, dann machen wir die nächste Mission, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall schon Holy Moly mäßig unterwegs. Und ja, ich hoffe, im nächsten Teil kriege ich mehr Gelegenheit zum Sprechen. Jetzt war ich so ein bisschen mehr angespannter. Klappt das jetzt nicht und so. Also, mal schauen, wie es bei der nächsten Mission geht. Kingpin, hier ist Sentinel 2-3. Das Verfolgungssignal ist am Ziel angebracht. Verstanden, 2-3. Wir haben Pandora schon im Visier. Voraussichtliches Ziel ist der Luftstützpunkt Rio Gallegos. Wenn Irons irgendwo auf dieser Hemisphäre einen Anschlag plant, wäre das die ideale Stelle. Wir müssen Pandora in internationalem Luftraum abfangen und eine kontrollierte Landung erzwingen. Koordinaten für das Luftrendezvous folgen. Verstanden. Mache sofort ein Team bereit. Das ist ein großer Schritt, Cormac. Sie werden Atlas direkt angreifen. Eine Arbeit im Schattenmeer. Damit kommen wir aber auch klar. Hier ist Sentinel 2-3 im Endanflug. Verstanden, Sentinel 2-3. Primärziel ist die Fracht, alles andere ist entbehrlich. Bestätigt, Kingpin. Wir treffen uns mit Guardian 5 beim Abwurfpunkt und sichern die Fracht. Sentinel 2-3, Ende. Oh, sieht so aus, als wird's regnen. Magnetgriff aktivieren. Alles klar, Mitchell. Landen wir diesen Vogel. Vorsicht bei den Windböen. Mit dem Magnetgriff stabilisieren. Ladung platzieren. Gerät platziert. Auf mein Zeichen aktivieren! Los! 10 Sekunden! Raus aus dem Sprengradius! Das Flugzeug kippt! Das war echt knapp! Kingpin, Fallschirme eingesetzt! Fracht im Schlepp! Unterwegs zum Abwurfpunkt! Verstanden, Sentinel 1. Guardian 5 ist am Boden und wartet auf Anweisung. So kriegt man auch ein Flugzeug runter. Signal empfangen, Sentinel 2-3. Drohnenleitung ist auf den Abwurfpunkt anvisiert. Kingpin, irgendeine Reaktion von Atlas? Wir verfolgen Ihre Orbitalplattform. Bisher keine Aktivität. Bitte Update. Sentinel 2 sichert die Fracht. Danke bei deiner Position, Ilona. Sprenge jetzt das Schott. Was haben wir da? Das Extraktionsteam hat das Schott gesprengt und sichert die Fracht. Achtung, alle Einheiten. Eine Atlas-Einsatztruppe ist im Anflug. Da! Transportkapseln. Sentinel 2! Die Fracht sofort bei Guardian 5 einladen. Richtig sind sie. Muss man ihnen lassen. Die Ansicht gefällt mir. So eine in Multiplayer, das wäre cool.
exakt weißt du genau, wo der Feind ist. Ich glaube, das hätten wir auch nicht geschafft mit den vielen Leuten. Oh, alles bestens. Kingpin, bitte komm. Verdammt. Wir sind zu tief. Wir müssen einen Weg zur Fracht finden. Hier scheint eine Öffnung zu sein. Scheiß auf Verluste. So, Licht, ich hab nicht verstanden. Warte, ich muss mal lesen. Ah, wow. Es wird kälter. Wir gehen. Ilona, du hast unten rechts. Ich nehme den linken. Mitchell, du erledigst die beiden oben. Schießt du zuerst, Mitchell. So, schnell die Geheimakten sichern. Sind das Waffenpakete oder was verlieren die da andauernd?
sagt uns das, egal wie tief du in der Scheiße steckst. Es gibt immer einen Ausweg. Schieß vorsichtig! Ich habe keine Schussbahn! Zumindest verdursten wir hier nicht. Dem Wasser hier entlang zu folgen. Sieht nicht aus, als hätten wir eine Wahl. Glaube ich auch. Ich gehe vor. Mitchell hinter mir. Ilona, Rücken frei halten. Boah, tassig, wenn die so langsam laufen. Du kannst nicht so langsam mitlaufen. Was hat der denn gedacht, was im Eis ist? Die Wassertemperatur stört die Systeme. Behaltet eure Temperaturanzeige im Blick. Wir müssen tauchen. Aufpassen! Drücken Sie keine. Geil, wenn die Tasten nicht so geil, wenn die nicht so belegt sind. Mein Gott, wo kommen die denn überall her? Sag mal, wir sind hier kilometerweit ins Eis eingestürzt. Mehr feindliche Truppen! Das muss schnell gehen!